Jetzt teste ich, wie sich die Kamera schlägt. Ich habe sie jetzt so gut ich konnte eingestellt, so perfekt wie möglich, mehrfach überprüft. Und jetzt fahre ich da runter den Weg. Ihr seid jetzt direkt am Lenker montiert, aber über einen Hebelarm. Das heißt, es gibt genug Vibrationen. Ich habe den Punkt markiert und ich werde das nachher vergleichen, ob es sich verdreht hat. Apropos. Auf der D-Plus eingeschaltet. Das hat gehalten, außer dem Kamerahalter. So, jetzt machen wir das Ganze noch mit Horizon Balancing an. 4K, 60 FPS, alles Auto. Hoffentlich hält die Kamera diesmal. Verlängliche Wander. So, diesmal habe ich zusätzlich noch die Cine-Like eingestellt. Ich will sehen, ob ich das Footage nachher noch besser machen kann. Nichts passiert. Ich hätte ganz sicher eine andere Position wählen können, damit es weniger vibriert. Aber das ist ja genau mein Plan. Ich will, dass es vibriert. Damit ich sehen kann, ob die Linse sich verdreht oder nicht. So, ab jetzt sollte es wieder brauchbar sein.
Ich bin total außer Form. Es kommt doch ein bisschen die Sonne raus. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Bis jetzt sieht es gut aus. Nicht wundern, hier ist jetzt mein 37 mm Gewinde schon drauf. Ich sehe gerade in der Kamera, es ist nicht perfekt zentriert. So. Genau wie ich es markiert habe. Da hat sich nichts verdreht. Es wird an dieser Gummidichtung liegen. Sobald ich das hier aufschraube, da sieht man jetzt auch schon die Farbe dran. Sobald ich das aufschraube, wird die dunklen Gummidichtung dort wieder reingepresst und dann wird das Objektiv festgedrückt. Es kann sich eigentlich nicht bewegen. Und meine ist jetzt gar nicht festgeschraubt. Die ist auch nicht verklebt. Ich könnte sie jetzt mit der Hand drehen, obwohl die Gummidichtung drauf ist. Und es hat sich nichts verändert. Wenn ich hier reinschraube, jetzt sieht man bei mir durch diese Beschädigung, sieht man, was passiert. Aber auch da verdreht sich nichts. Das war das, wo ich mir am meisten Sorgen gemacht habe, dass das dazu führen könnte, dass sich da drinnen was verdreht. Aber nein. Jetzt habe ich sie ganz festgeschraubt, löse sie nochmal. Immer noch genau gleich wie markiert. Ja, ich bin zufrieden.